Heute Abend, Hashtag der Woche ist Zug die Woche und ich. Wir werden aber heute nicht darüber reden, sondern mit Frau Kipping. Katja Kipping, die Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, ist heute Abend zu Gast. Über das, was so los ist in Berlin gerade. Ich gebe Ihnen mal diesen Beutel, wenn Sie mir den heute Abend einfach geben und dann einfach sagen, der ist von Bodo Ramelow. Dann tue ich so in der Sendung, dass ich überrascht bin und dann reden wir kurz darüber, dass ich ein schlechtes Gewissen habe und so. Liebe und da Grüße, steht Bodo drauf, Ramelow. Bodo oder Barbarei, ne? Und den Namen, kennen Sie? Von dem Hund Attila. Attila, der Hund von Bodo Ramelow? Der hat einen eigenen Twitter-Account. Das gibt's doch gar nicht. Ja, was die Medien so möglich machen. Ne? Ja, da muss man aber auch ein bisschen aufpassen, dass die Politiker jetzt nicht völlig durchdrehen. Und wollen Sie noch Wasser haben? Ich kippe Ihnen mal was ein. Na klar. Kipping. Sie wollen mir doch nur einschenken, oder? Genau. Frau Kipping, ein weiterer Fan unserer Sendung, auch aus Ihrer Partei, aus Ihrer Fraktion, Dieter Dehm. Ach. Der berühmte Dieter Dehm, dass der noch im Bundestag ist, ist toll. Ist immer ein bunter Vogel. Wie ist Ihr Verhältnis zu Herrn Dehm? Ich sage jetzt mal was Gutes über ihn. Ich finde, er schreibt wirklich gute Bücher. Ja. Also zum Beispiel sein Buch Bella Ciao fand ich richtig gut. Und ich habe ihm danach auch gesagt, ich finde, er sollte wirklich noch mehr Bücher schreiben und viel Zeit darauf konzentrieren. Weil er, ich sag mal, politisch, ich sag mal, ist ein bunter Vogel. Ne? Ist ein bunter Vogel, hat viele Lieder geschrieben und es gibt Geschichten, Aufzuggeschichten von Dieter Dehm. Wenn wir da jetzt mit anfangen würden, dann hätten wir ganz schnell windige Kölner Medienanwälte, die sich um diesen kleinen Internetclip hier kümmern würden. Aber liebe Grüße, Dieter Dehm, alles Gute und einfach weiter so. Ich merke schon, Sie sind so ein bisschen ein Fan, oder? Ich bin ein Riesenfan, ich finde seine Songs toll, ich finde es auch toll, dieses Gespür und vor allem zwischenmenschlich. Und ich habe das Gefühl, er ist ein Mann, der Frauen. Frauen lieben Dieter Dehm. Sagen Sie nichts? Ich jetzt wirklich nicht. Ist jetzt aber... Ich habe es ironisch gemeint, Frau Kipping. Muss man das alles hier erklären? Meine Güte. Es gibt... Ja, so ist das mit Ironie. Und dann gibt es so unironische Medien, die machen daraus eine Schlagzeile. Deswegen Finger weg von Ironie oder aushalten, dass man falsch verstanden wird. Zum Glück gibt es dafür Berufe, die sind Gott sei Dank einigermaßen gut bezahlt. Sie sind als Abgeordnete aber auch ganz gut bezahlt. Das ist eigentlich Ihr Hauptberuf ist Politikerin. Sie sind wirklich mit 21 Politikerin geworden. Also das ist meine Leidenschaft. Ich kann mir auch ein gutes, sinnstiftendes Leben ohne politisches Engagement nicht vorstellen. Und ich bin in einer unglaublich privilegierten Situation, dass ich für Dinge, die ich wahrscheinlich zu 90% auch machen würde, so noch richtig gut bezahlt werde. Ich habe eine Frage, die kann ich nur online stellen. Wieso? Das ist eine exklusive Frage, weil in der Sendung, vielleicht ist es so konfrontativ. Die Linkspartei hat sich kürzlich bei einer Abstimmung im Bundestag, ich glaube, mit der AfD als einzige Fraktion enthalten, als es um die Diätenerhöhung ging. 240 Euro wollten sich die Abgeordneten selbst oben draufschlagen und ihre Fraktion hat dagegen gestimmt, die AfD-Fraktion auch. Wurde trotzdem mit der Mehrheit der Abgeordneten beschlossen. Das heißt, sie kriegen jetzt 240 Euro mehr. Wohin geben Sie die 240 Euro mehr, die Sie jetzt bekommen? Also bei uns als Linke gibt es in der... Nee, das ist gar nicht so konfrontativ, weil wir da jedes Mal drüber diskutieren. Bei uns als Linke gibt es schon die klare Erwartungshaltung, dass wenn du wider Willen mehr Diäten bekommst, dass man dann sagt, das soll... Also zumindest, was man als Netto nach der Steuer übrig hat, ja, dass man das gezielt spendet. Wir haben zum Beispiel für alle Abgeordneten einen Spendenverein, wo man hinüberweist, damit auch diejenigen, die jetzt vielleicht nicht einen Abgeordneten im Wahlkreis haben, Projekte, was Sachen beantragen können. Und eine Sache, für die ich gerade aktuell gespendet habe, auch voller Überzeugung, ist natürlich die Seenotrettung. Also Initiativen wie Sea-Watch, die brauchen wirklich Geld auch deswegen, weil sie die Arbeit wegtragen, die halt eigentlich die offiziellen Stellen machen sollten, aber dafür werden sie ja kriminalisiert. Wir reden heute Abend noch mehr mit Katja Kipping. Außerdem haben wir heute Abend Konstantin Gropper von Get Well Soon zu Gast, als musikalischen Gast mit dem Rundfunk-Tanzorchester. Das wird eine fantastische Sendung. Wir reden auch über Alice Weidels Spendenangelegenheiten. Heiß, ganz aktuell. Wie läuft das eigentlich? Immunität? Aber bei ihr geht es nicht um Spenden, die sie gibt, sondern die sie bekommen hat. Aus der Schweiz, ne? Naja, aus der Schweiz. Aber sie hat das für einen guten Zweck eingesetzt. Facebook-Likes und Medienanwälte. Das ist im weitesten Sinne auch was Karitatives, oder? Karitativ, jetzt im Sinne für die AfD, ja? Ja, da reden wir heute Abend auch noch drüber. Die Immunität soll aufgehoben werden. Wenn dieser Online-Clip zu sehen ist, dann läuft bereits die 48-Stunden-Frist der Staatsanwaltschaft Konstanz. Warum ist das eigentlich so, dass man, wenn man was anstellt als Abgeordneter, dass man dann 48 Stunden lang Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, dass bald ermittelt wird? Oder der Bundestag muss jetzt abstimmen, ob die Immunität von Frau Weidel aufgehoben wird. Ne? Ist das so? Also das passiert regelmäßig, dass von Abgeordneten die Immunität aufgehoben wird. Bei Ihnen auch wird. Schon mal? Mir selber ist das noch nicht passiert. Kollegen von mir ist das passiert. Zum Beispiel, weil er einen Flüchtling angeblich oder sozusagen über die Grenze
geschmuggelt hat. Und das wollte er auch, das hat er auch in aller Öffentlichkeit kundgetan. Mhm. Aber auch meine Kollegin Karin Ley zum Beispiel, weil sie halt einer friedlichen Sitzblockade sich beteiligt hat. Und dafür ist sie angegriffen worden aus dem Umfeld, auch der AfD und der Rechten heraus. Und da läuft dann halt ein Ermittlungsverfahren. Mhm. Ich finde, dass wir wollen ja kein Sonderrecht für Abgeordnete, aber manchmal nutzen wir dann schon die Immunitätsaufhebung, um über den politischen Hintergrund zu reden. Mhm. Und das geht dann so vonstatten, dass der Bundestag abstimmen muss, ob das okay ist, oder die Bundestagsverwaltung, oder wer gibt es dann frei, dass ermittelt werden darf? Es gibt einen Immunitätsausschuss, wo das in der Regel durchgewunken wird, und dann passiert das nochmal im Plenum, oft ohne Aussprache. Und manchmal, also ich habe auch schon mal zu einer gesprochen, als in Dresden es gelungen ist, endlich den europaweit größten Nazi-Aufmarsch zu stoppen, mit friedlichen Sitzblockaden, haben sie danach verschiedene, übrigens auch Bodo Ramelow und andere hatten dann Verfahren am Hals. Und da habe ich gesagt, ich nutze das jetzt, und zwar nicht, weil wir ein Sonderrecht für die Abgeordneten wollen, sondern wir sind dagegen, dass antifaschistisches Engagement hier kriminalisiert wird. Meine Damen und Herren, die Sendung heute Abend betrachten Sie bitte als Anmeldeformular für die Antifa e.V. Alles Weitere sehen Sie heute Abend um 20.15 Uhr in der ZDF-Mediathek. Katja Kipping, die Bundesvorsitzende der Linkspartei, oder nee, die Partei Die Linke ist richtig, ne? Oder aufstehen, liegen bleiben, hinsetzen, auf jeden Fall einschalten, 22.20 Uhr. Auf jeden Fall sehr engagiert. Sehr engagiert, und liebe Grüße an Frau Wagenknecht. Gerne doch. Wir haben ein Verhältnis, also wir kennen uns. Aber bei Twitter interagieren Sie nicht so. Das mit ist Frau irgendwie mit, das ist bei Dieter und Bodo ist das irgendwie ja. Bei Frau geht da mehr ab zwischen ihnen. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit Frau Wagenknecht interagiere, verfasst sie das auf, dass ich bei ihrer Bewegung mitmachen möchte. Ich glaube, 60.000 Menschen sind bereits in diese Falle getappt. Deswegen bin ich da ein kleines bisschen vorsichtig, bevor ich mich bei irgendeinem Newsletter anmelde oder mit Sarah Wagenknecht schreibe. Lieber das persönliche Gespräch ziehe ich vor. Heute Abend 22.20 Uhr in ZDF Neo, 20.15 Uhr ZDF Mediathek und morgen um 0:08 Uhr. Und wir reden auch noch ein bisschen über Diesel. Was fahren Sie für ein Auto? Ganz kurz nur. Haben wir schon geklärt, als die Kamera eben aus war. Sie fahren kein Auto. Okay. Ich kann, und wenn ich in ein Auto einsteige, kann ich Ihnen die Farbe des Autos sagen. Es Schwarz ist, meistens. Nee, grau. Grau? Wir reden heute Abend auch über die Euro 6-Norm und welchen Wagen Sie sich zulegen sollten. Das ist also auch eine Sendung für Autofans heute Abend. Ralf Kabelka. Ihr Servicemann, für Sie bereit heute Abend. Schalten Sie ein. Bis später. Ciao. Zug die Woche und ich. Bis dann. Dankeschön.